überall immer gleich lang laufen würde, wenn man das wenn man das wollte. Oder wenn man das müsste, keine Ahnung. Egal. Auf alle Fälle kann man mehrere Wege beschreiten. Und man kann auf verschiedene Arten leveln. Dadurch, dass man nicht gezwungen ist, direkt Gegner zu töten, sondern allgemein nur ja, erkunden muss. Man muss im Grunde genommen bloß das Quest erledigen. Das ist es. Man hat so ein grobes Ziel, das muss gemacht werden. Und dann hat man halt noch die ganzen Kleinigkeiten, die man dann noch hätte machen können, wenn man das denn wollte. So, jetzt muss ich aber erstmal hier geradeaus weitergehen. Hier war doch noch ein Fahrzeug. Oh, nee, Moment. Hier links war doch gerade was. Ah, nee, gut. Die und ihre Blutspuren. Okay, wo ist der andere Typ? Komm. Okay. Gefahr gebannt. Okay, erstmal hochheilen. So, wunderbar. Was ist denn der andere Typ, der hier runtergefallen ist? Nee, das war's nicht. Hier ist die Waffe. Wo ist der Körper zu der Waffe? Ah! Oh! Puh. Okay, also jetzt wissen wir immerhin, wie eine Granate funktioniert, wenn man nah genug dran steht. Was ist denn hier mit dem Boden passiert? Oh, da ist was. Bam! Take down. I'm gonna take you down. Yeah. Denn ich will doch nur das Vehikel, was ihr fahrt. Na, 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 um von A nach B zu kommen. Es ist nämlich schon so ewig weit. Das Problem ist jetzt, dass die Straße nicht mehr so ganz nach meinem Plan verläuft. Ich werde jetzt einfach querfeld eingefahren. Aber hier ist Berg und allen möglichen andere Landschaften. Moment mal, hier war ich nach unten gelaufen vorhin. Das ist alles noch safe. 250 Meter. Kann man eigentlich schnelleres Sprinten irgendwo noch freischalten? Wow! Okay. Oh, es ist doch nicht wahr! Nee, schon wieder! Oh, ich will einfach nur anständig mit dem Bogen auf die zielen und irgendwie habe ich es hingekriegt, alles zu versemmeln, ey. Das ist unmöglich. Nur geradeaus mit dem Bogen, zack! Oh, Mann. Ich glaube, ich werde wirklich mal versuchen hier. Aber das Schöne ist, wir haben wenigstens. Gehen wir jetzt von hier aus wieder. Moment. Das Problem ist aber, dass diese Markierung nicht mehr da ist, ne? Ja, genau, die Markierung ist nicht mehr da. So, jetzt die Markierung wieder, ne? Alles ist wieder wie beim Alten. Moment mal. Hier ist noch ein Schatz irgendwo. Die Frage ist nur, wo ist der Schatz genau? Aber egal. Ich habe jetzt keinen Bock, da hochzugehen. Ich will jetzt dieses dämliche Relikt finden. Und ich werde jetzt alles niedermähen, was mir auf den Weg kommt. Oder lass mich von allem Möglichen niedermähen, was mir vor die Flinte kommt. Da war doch was. Wo bist du? Da! Links. Hier. Da ist er. Ich sehe ihn doch. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Yeah! Oh yeah, wer ist der Beste? Aha, ich. Oh, super. Ich habe 20 Pfeile trotzdem, obwohl ich vorhin alles versammelt habe. Also startet man meistens immer mit voller Munition, würde ich fast schon schätzen. Wenn man denn irgendwann mal aus Versehen stirbt. Das ist doch sehr nett. Sehr vergebend. Oh Gott, nee. Und ich dachte, das Spiel wird angenehm schwierig, aber nicht unmöglich. Ah, nee, was ich hier verrecke, ey, am laufenden Band. Das ist echt peinlich. Davon. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Ach du Scheiße. Oh, je, yeah. Knapp, knapp, knapp. Wie komme ich denn jetzt mal hier runter? Ah, genau. Ich werde jetzt mal was versuchen. Und zwar werde ich hier runterschlittern. Ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte, ganz sachte. Oh, ja. Okay, gut. Kein Auto von hier. Alles noch safe. Ich muss trotzdem hier runter. Das heißt, mir bringt es nichts, wenn ich hier irgendwo anders langlaufe. Hier kann man runterklettern. Okay, immer noch safe. Weniger Fallschaden erleiden. Das wäre doch mal ein schönes Talent. Nein! Okay, gut. Na dann. Es ist... Oh! Der Daumen sah komisch aus.
Na dann. Er sollte wirklich mal... scheiße, mit dem Gedanken spielen, eine Tetanus-Spritze zu nehmen. So. Wie viele sind's denn? Na komm schon, komm schon, komm schon. Okay, komm. Nein, 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 nein. Nice. Wieder einmal alles Mögliche umgenietet. Was geht? Oh, dieser. Warum ist es immer der Daumen? Oh. Was der sich alles bricht, ey. Aber irgendwie, man lernt bei Far Cry, wie man sich selbst den Daumen wieder einregt. Gott, ey. Ab einem gewissen Punkt muss der doch noch... Der muss doch nur permanent aus dem Gelenk springen, oder? Es ist doch so... Oh, wieder Haie, oder? Nein. Da war doch ein Nemo-Fisch gerade. Moment mal, ich komme hier gerade nicht ran. So, wir sollten mal kurz lieber an. So. Und dann nehmen wir noch das mit. Wunderfall. Oh, da ist noch ein Schatz. Den nehmen wir auch noch fix mit. So. Einfach nur fix reinschwimmen. Grob nach der Truhe suchen und wieder raus. Im Grunde genommen ist das die beste Art und Weise, hier nach den Schätzen zu finden. Moment mal, da oben. Oh. Okay, wo ist jetzt die Truhe gewesen? Da. So, Doggy Bag. Ich habe so viel langsam in meinem Inventar. Ich müsste doch wirklich manchmal... Ich muss doch langsam echt voll werden hier. Irgendwann. Kann ich eigentlich Schnellreise zu so einem Turm machen? Nee, funktioniert nicht. Gut. Also sollte ich wirklich langsam mit dem Gedanken spielen, diesen Punkt hier einzunehmen. Ja, das wäre deswegen doch sehr von Vorteil. Und ich könnte jetzt erstmal kurz in den Beuterucksack schauen. Oh shit, ich kann noch ein was mitnehmen. Das ist jetzt ziemlich blöd. So, also gehen wir mal lieber dahin jetzt. Holen uns dieses Lager in 600 Metern. Nehmen wir uns mal diesen Truck hier, genau. Gehen wir mal lieber von der anderen Seite, das geht schneller. Lalalalala. Oh, die und ihre Musik, ey. Es ist unmöglich. Ja. Oh, ne. Komm, 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 komm. Roadkill. So. Wollte schon immer mal wissen, ob das funktioniert. Roadkill. Okay. Das ist echt irgendwie mies hier. Die machen sich hier so eine Mühe, die ganze Zeit die Punkte hier einzunehmen. Oh, da ist er. Geil, das funktioniert auch. Man kann während der Fahrt aus dem Auto jumpen. Oh, das ist super. Wundervoll gelöst, wirklich. Wundervoll. So, jetzt müsste ich nur... Ah, wie habe ich denn das eigentlich mit dem Safe-Ding gemacht? Oh, Mann, wenn jetzt irgendwie ein Hai wieder kommt. Oh, nee, Quallen. Wir sollten mal lieber um die Quallen rundherum schwimmen. Ab und zu mal kurz unter Wasser gucken, ob hier denn irgendwo noch Gegner sind oder so. Ah, na gut. Haie sind ja einfach nur freundliche Mitüberleber. Kann man... Das ist ein schönes Wort, Mitüber... Na komm schon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Oh, Alter, hat er viel ausgehalten. Aber man hat zum ersten Mal gesehen, wie so ein Leopard so eine Gazelle Hirschdings da erlegt hat. Okay. So, nehmen wir mal am besten so ein Leopardending mit, weil das wird gebraucht. Oder auch nicht, je nachdem. Aber ich werde es verkaufen. Weil die Dinger gehen gut ab. So, speichern wir nochmal so rein zufällig. Speichern. So, die paar Meter werden wir nochmal hinbekommen. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben irgendein Relikt wieder mal, ne? Ja, komm. Ist das wohl bloß? Ne, es sind mehr Relikte. Wo ist denn das andere? Da! Hai-Relikt. Das war's aber. Immer noch nicht. Wo ist das andere Relikt? Wo ist das letzte? Wo ist das letzte? Da! Kranich. Das war's aber. Jetzt! Okay, gut. Erstmal auskundschaften. Da hinten war einer. Hier auf dem Dach ist einer. Sehr interessant. Wir müssen auf alle Fälle noch eins unentdeckt kaputt hauen. Das bedeutet, wir bleiben mal lieber in dem Gebüsch hier und hoffen, dass kein Leopard... Vor allem ein Leopard auf der Insel, der hat es natürlich auch gar nicht mal so einfach. Da ist noch einer und hier vorne. Insgesamt 4 Gegner. Wenn wir es jetzt hier hinbekommen, dass wir den als erstes umnieten,
dann haben wir eigentlich schon so ziemlich alles wundervoll gemeistert. Weil das Geile ist ja, der sieht ja dann, oder wird ja dann von den Gegnern nicht gesehen. Der steht hinter irgendwas, ne? Ja. Ich werde es mir lieber so machen, dass ich beide Dinger auf dem Ziel habe. Und dann hoffen wir einfach mal, dass ich da nah genug dran käme, um den umzunieten. Aber ich müsste wahrscheinlich eher woanders hin. Ich müsste ihn ja von hinten erschießen, ne? Von hier wäre es doch am besten. Genau, los, testen wir es mal. Okay, eins weniger. Okay. Hätten wir jetzt zwei ausgeschaltet, fehlen nur noch die restlichen beiden. Die restlichen beiden sind aber wo? Da hinten am Steg war doch einer. Oder ist hier außen noch einer? Na komm schon. Das Schöne ist, die patrouillieren nicht alle an alle Punkte. Was denn jetzt passiert? Okay, wieder einer. So, das war jetzt Nummer 3. Na komm schon, wo bist du? Ach shit, ey, ich treff den nicht. Okay, einer noch. Langsam wird's echt kritisch hier. Wo ist denn der letzte? Da. Der charged wieder hier raus, oder wo ist er denn? Ah ne, da ist er. Okay. Ganz sachte. Wo wird er denn sein? Na komm schon, komm schon. Ja, komm. Oh yeah. Aha, aha. Oh, geil. Oh, nur 500. Wollen die mich verarschen? Die haben sowas von keinen Plan gehabt, wo ich die ganze Zeit war. Aber na gut, dann müsste ich halt mal wieder den nächsten irgendwie sichern. Oh, geil, geil, geil. Schön, dass es geklappt hat. Den Laptop nehmen wir mal lieber noch mit. Speicherkarte. Immer hilfreich. Ist hier sonst noch irgendwas? Ah, Medis. Medis brauche ich aber nicht. Gut. Speichern wir mal. So, Handbuch. Speicherkarten. Wo ist denn die Speicherkarte, die wir eigentlich haben? Ist das die erste? Barbiturat. Okay, Barbiturat-Formel. Die aktuellen Zahlen für Barbiturat wie Phenobarbital, Amobarbital und Secobarbital sind ernüchternd. Die Nachfrage sinkt, die Verkäufe brechen ein und letztens hat eine schlechte Lieferung zum Tod von 2 Dutzend College-Studenten im Urlaub in Miami geführt. Unsere Prognose lautet, diese Substanz sind für die internationale Vermarktung nicht geeignet. Okay. Ja, man will ja auch einen gewissen Absatz haben, ne? So, dann werden wir mal fix noch alles verkaufen gehen hier. Schnellverkauf. 903. Oh, geiler Scheiß. So, Schrotflinten. Welche haben wir denn? Die ist verfügbar. Ist die besser als meine jetzige? Ich glaube schon, ja. Dann ausrüsten und mit der hier tauschen. Wunderbar. Und LMGs, leichte Maschinengewehre. So, hätten wir das noch. Kann man denn irgendwelche neuen Karten holen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Okay, ich versuche gerade anhand dieser Insel, was auch immer Dings da das sein könnte, herauszubekommen, wo wir genau sind. Das ist theoretisch der Zipfel. Wir sind immer noch im oberen Zipfel und dann hier unten. Das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich geht die Karte noch einen Tick weiter gen Osten. Ja, das ist Thurston Town. Das ist nämlich eine ganz andere Insel. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich alles noch auf der sein. Na gut, die Hirsche. Verkaufen wir die mal. Und dann nochmal, weil es so schön war. Oh Gott, Mann. Gleich passiert's doch. Ich hab's doch im Urin. Na gut. Okay, Beuterucksack voll. Wunderbar. Und wir speichern mal nochmal. Oh, ich muss unbedingt von Zeit zu Zeit echt sehr häufig speichern. Herstellung. Was können wir denn mal für eines herstellen? Lässt sich denn was herstellen? Brieftasche nicht. Spritzentasche brauchen wir wieder irgendwas ganz Besonderes.
Ja, genau. Ich brauche wieder irgendwelche Wildschweine. Ich brauche allgemein Wildschweine. So, jetzt kann ich aber erstmal hier die ganzen Leute ausnehmen, die ich hier ungenietet habe. Warum auch immer, aber ich wurde entdeckt. Das war jetzt ziemlich blöd, dass das ausgerechnet von dem letzten Gegner passiert ist. Beziehungsweise vorletzten oder so. Ah, es ist echt gemein, sowas. Ich mache mir hier so eine Mühe, die ganze Zeit hier alles da rein nach umzunieten. Und dann passiert sowas. Ein Fauxpas höchsten Grades. Und ich habe sehr viele Pfeile einfach nur ins Nichts gehauen. Das ist deswegen auch nicht gerade sehr günstig. Warte mal. Ich habe von hier aus dahin geballert. Und theoretisch müssten hier jetzt alle möglichen Pfeile sein. Da ist zum Beispiel noch einer. Wo ist denn hier mal noch einer? Wo ist denn hier mal noch ein Pfeil? Naja, gut. Wir haben 3 Pfeile fehlen, glaube ich, noch. Oder? 3? Mehrere? Wahrscheinlich noch mehr. Okay, ich habe wirklich auf den geballert und nichts getroffen. Wo sind jetzt so die Pfeile hin? Naja, ich muss mir wirklich wahrscheinlich irgendwann mal neu holen. Oh, da war was. Oder? Ah, man kann ja einfach hochklettern. Ziemlich praktisch. So, okay, wieder ein Pfeil mehr. Ja, jetzt fehlen 3. Was klettert der vor allen Dingen auch noch hier hoch, ne? Ich habe extra den Sniper als erstes weggehauen, damit man in Ruhe alles mögliche andere kaputt machen kann. Aber was ist? Nö, nicht ist. So. Na gut, werden wir jetzt eine neue Pfeile holen müssen. Aber zuvor gehen wir nochmal fix auf den Steg und holen uns den letzten Schatz, der hier noch vergraben. Na, vergraben ist er nicht. Wo ist er denn? Da, hier ist die Truhe. So. Kleines bisschen noch nach oben. Klein mal wieder hier rein. Ah, es ist einfach nur so geil. Ach nee, das gibt's auch noch. Ha, gar nicht gesehen. So, holen wir uns mal Munition. So, und natürlich alles wunderbar. Ah nee, Moment. Wir haben ja noch relativ Zeug zum Verkaufen. Das kann auch alles weg. 38, super. Speichern wir nochmal. Kommodovaran brauchte ich ja nicht. Und wenn ja, weiß ich ziemlich gute Orte, wo die Teile zuhauf sind. Da kann ich mir auch nochmal diese Kommodovaran-Dinger... Das kann weg. Das Kommodovaran-Ding kann auch weg. Leopard bleibt mal noch. Ich weiß ja nie, wann ich das hätte noch brauchen können. Hirsche kann man auf alle Fälle weg. Die brauche ich nicht. Gut. So, ja. Okay, jetzt können wir speichern. Oh Gott, was habe ich denn jetzt im Handbuch? Waffen. Ah, okay. Gut, das war die letzte. Super. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal. Bis dann. Und ciao, ciao. Dann geht's dann weiter mit, ja, dieser Tötungsmission da wahrscheinlich. Na dann, macht's gut.